Moin, Servus, Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Wir machen weiter in der ersten Episode und zwar im 14. Level. Wuchernde Wildwesthütten. Damit geht's heute los und ich bin wieder motiviert auf eine neue Folge. Endlich mal wieder aufnehmen von dem Spiel. Aber ein Ticken schon wieder her, ein paar Tage. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder am Start und ich habe diesmal keine Cap auf, deswegen statt der Greenscreen ein bisschen am Faxen machen. Allgemein, ach, egal. Das passt. Schon. Wir spielen hier direkt weiter bei Wild West und da kommt ein Schreigeiser. Wir dürfen uns hoffentlich diesmal entdecken, weil sonst hätten wir schon verkackt. Gut, auf jeden Fall. Wollte ich irgendwas sagen? Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr. Egal, wir sprinten, wir bitte, bitte. Oh mein Gott, okay, das war close. Das war close, alles gut, nice. Stimmt, ich wollte sagen, dass wir jetzt schon fast fertig sind mit der ersten Episode. Beim nächsten Mal machen wir dann das Finale der ersten Episode. Nice, habe ich Bock drauf. Dann können wir schon zur zweiten Episode gehen. Und ich hätte, glaube ich, die Schalkers besiegen müssen. Jetzt geht Tod einfach nicht mehr hoch. Okay, danke, dass du so viel machst, echt. Machst schon gut, Tod, echt. Immer noch. Okay, auf jeden Fall hätte ich die Schalkers safe besiegen müssen. Wait, hier könnte was sein. Ja, servus. One-up. Wieso gibst du mir jetzt keinen Pilz? Wenn ich diesen Knopf drücke. Ach so, dann kann ich immer noch dahin. Nee, dann komme ich weiter. Lol, guck mal, der Tod war echt was Geheimes. Der Kleine. Aber ich habe nicht geschafft. Oder der hat mir nicht was Kleines gegeben. Das ist natürlich stark. So, was ist hier? Oh, lol. Ehrenpilz, okay. Da unten ist jetzt ein Juwel. Und da kommen wir hin, indem wir das hier, glaube ich, hochpacken. Oder das auch. Hä? Ah, wir da dann jetzt runter. Okay. Du siehst mich nicht. Das sieht mich echt nicht. Was ein Spaß. Okay, das war der dritte. Wieso war das der dritte? Wo ist denn der? Ach, da oben ist der andere. Ja, da kommen wir ja jetzt hin. Da kommen wir jetzt auch mit diesen Plattformen hin. Das ist ja gar kein Problem. Passt. Ich nehme es gerade am Sonntag um 20.30 Uhr auf. Könnte ein bisschen eng werden, wenn das Video morgen kommen soll, weil ich ja arbeiten muss. Aber dann kommt es halt wahrscheinlich am Abend, wenn ich es nicht schaffe. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, es kommt. Es gab ja auch Tage in der letzten Zeit, wo nichts kam, ne? Wegen Internet. Das war wunderbar. Okay, egal. So. Irgendwas sagt mir, dass wir hier wieder ein Goldpilz oder... Ich habe absolut keine Ahnung, was man hier suchen soll. Deswegen lasse ich mich überraschen und gehe ans Ziel, weil ich habe jetzt halt einfach nichts. Ich kann noch gar nicht ans Ziel. Ah. Jetzt hat sich das alles so verschoben, dass ich hier weiterkomme. Jetzt komme ich hier weiter. Jetzt komme ich nämlich da runter. Ach, da ist noch mehr. Chill, chill, chill. Oder muss man alle Schallgeist besiegen? Das kann ja sehr gut sein. Jetzt wurde ich schon wieder dumm getroffen. Das ist böse. Die könnte man ja alle besiegen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich springe runter. Kannst du gehen? Danke. Weil ich kann die doch auch festhalten. Ja klar, ich halte die einfach fest. Easy. Okay. Und dann... Jetzt bin ich gespannt, was hier die Bonusmission ist. Weil ich bei Goldpilz habe ich Angst, weil ich keine Ahnung habe, wo ich suchen soll. Wonderpilz. Das habe ich. Lol. Okay. So eine Bonusmission gibt es also auch. Wonderpilz gesammelt. Das war natürlich von dem blauen Toad, ne? Dann war er doch nicht useless. Ja, Ehrentoad, der war doch nicht useless. Alles gut, ich habe nie was gesagt. Jetzt geht's noch zum Pixeltoad. Schön. Lol, hinter diesem Wingo-Poster ist der Kleine. Okay. Guck mal, der Greenskin faxen macht, wenn es da dunkel ist. Als ob das so viel Licht abgibt, dass es an dem Greenskin selber ist. Verstehe ich nicht. Egal, wir machen weiter mit Level 15. Sprint über die Bröckelstraße. Ja gut, das ist ein schnelles Level, glaube ich. Und ich glaube, im zweiten Level ist es auch eine gute Möglichkeit, wieder Kommentare einzublenden, weil es gab zwar leider keine wieder groß, außer zwei kleine, winzige Kommentare von Shelly und Manu, das einfach ein cooles Video war. Und da bedanke ich mich dafür. Danke dafür. Und ja, die wird natürlich auch wieder hier eingeblendet. Ist ja klar. Wenn Leute sich schon die Mühe endlich mal machen, dieses Video zu schauen, dieses Projekt zu schauen und dann auch zu kommentieren, dann muss man das auch würdigen, indem man es einblendet. Und holy shit, wie schön sehen die Diamanten in diesem Level aus. Guckt euch das mal an, das sieht aber noch nicht immer so schön aus. Das kann ich mir nicht erzählen. Und irgendwie sagt mir was, dass ich hier alle Parapünktchen besiegen muss. Kann das sein? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh mein Gott, war das close! Okay. Ich kann ihn nicht alle besiegen müssen. Das geht nicht. Und hier wäre wieder ein Pilz gewesen, okay. Nee, nee, wir haben ja viel zu wenig Möglichkeiten, die Viecher abzuschießen. Das ist Quatsch, dass man hier alles besiegen muss. Oh nein. Jetzt bin ich wegen Münzen gestorben. Aber ich sehe gerade, dass die Diamanten gespeichert werden, die Juwelen gespeichert werden. Das ist was, dann kann ich ihn nämlich einfach durchrücken. Und ja, es ist wirklich ein kurzes Level. Ja gut, jetzt könnte es natürlich sein, dass ich verkackt habe wegen Münzen. Oder wir probieren wieder One-Up. Naja, aber jetzt habe ich halt das ganze Zeug nicht angesammelt. Und wie soll ich zum Juwel kommen? Nein, ich brauche diese Teile. Ich muss das Level eh nochmal machen.
Ich muss das Level eh nochmal... Jetzt muss ich es sogar noch zweimal machen. Nein, Junge, du willst noch nicht auf die Plattform gehen, willst dann weitergehen und es geht nicht, weil die schon so weit unten sind. Das ist so scheiße an diesem Level. Das Level ist so böse für Captain Toad, weil er nicht springen kann. Das ist ganz gruselig gerade. Ich schwöre, ich heule, wenn es hier nicht um Münzen geht bei der Bonusmission. Weil ich sammle die ganze Zeit, seit ich gestorben bin, immer wieder die Münzen ein. Deswegen, wer es muss, ich muss keine Münzen sammeln. So, und jetzt machen wir erstmal den Juwel. Damit wir den Safe haben und oh mein Gott. Nichts, wir haben nicht so lange gebraucht, das ist wichtig. Dann schießen wir da vielleicht noch eins ab. Und dann durch und durch und durch und durch. Holy shit! Okay, sehr close. Bemessen, ja, alles klärchen. Oh mein Gott, nein, wir brauchen nicht 100 Münzen. Wir brauchen nicht 100 Münzen. Nein, akzeptiere ich nicht. Wir brauchen nicht 100 Münzen. Kein Parapünktchen besiegt. Das ist genau das Gegenteil. Man muss keins, man soll keins besiegen. Okay. Also wenn es nur um die Bonusmission geht, ist das Level einfach. Wenn man keine Münzen einsammelt, so wie ich die ganze Zeit. Das war komplett dumm. Ich habe dreimal wieder die Münzen allein gesammelt. Uff. Okay. Egal, jetzt können wir noch den Pixel Toad holen und dann habe ich endlich das Level weg. Das Level war böse. Und wir noch, können noch das zweite Mal dieses Goldding zeigen. Mach mal auch. Ich höre ihn. Da an der Wand. Tatsächlich! Auf dem Block! Okay. Nice. Ich habe mir schon wie gedacht, dass es auf dem Block ist, deswegen habe ich bei den Blöcken immer Pause gemacht. Okay, passt. Dann schnell zum Goldrausch, beziehungsweise Münzen waren. Und da noch die Doppelkirsche zeigen, weil wir hatten beim letzten Mal ja diesen Hammer, wo wir es gemacht haben. Pilz nehmen natürlich auch wieder mit. Und jetzt geht's zur Doppelkirsche, damit wir das auch gesehen haben. Und das ist einfach... Okay, das ist einfach spammen. So, am besten die Türme mitnehmen. Junge, ich schaff's jetzt anscheinend nicht, die Türme abzuschießen. Nicht mal den größten Turm schaffe ich. Doch, ich schaff noch. Oh mein Gott, ja, ja, das war sehr viel. 256. Das ist voll okay. Nice, dann haben wir das auch alles gesehen. Übrigens kam in OBS mega das Standbild kurz. Mega dieser Lag kam da kurz. Während ich cutten musste. Immerhin während ich cutten musste und nicht jetzt. Das war lustig kurz, ja. Jetzt machen wir weiter mit Level 16. Gruselhaus der vielen Türen. Okay, ein Geisterhaus in Captain Toad gibt's also auch. Zumindest in einer Art. Wir hatten gerade eben ganz fröhliches, helles Level und jetzt gibt's so ein dunkles Level. Und Goombas. Hatten wir Goombas bis jetzt schon? Jetzt bin ich an einem Pfosten stecken geblieben. Wieso kriege ich hier keine... Frucht. Das heißt nicht mal so. Egal. Ich habe gedacht, ich kriege irgendwas zum Abwerfen, damit ich diesen Gummer besiegen kann. Ich kann ihn einfach festhalten soll. Zack. Weg hier. Achso, wieder runterfallen. Okay, stopp, wieder da rein. Nice, ich wurde nicht getroffen. Okay, jetzt kann ich wieder weg. Okay. Es geht hier eindeutig um Touchscreen. Das war klar, dass wir da nicht einfach hinkommen. Das hätte ich mir gleich denken können. Und da ist hoffentlich auch nichts. Okay, nice. Hier ist natürlich blöd, wenn man Licht ausmacht, aber allerdings bringt das Licht auch was. Das ist auch cool. Guck mal, wie schön das aussieht, wenn man hier hinleuchtet. Echt, echt nice. Wo kommen wir hier raus? Okay, die Tür da müssen zum Juwel. Und erstmal Licht anmachen. Und dann müssen wir hier drauf und darüber. Oder warte mal, was passiert, wenn ich da durchgehe? Ah, zweiter Juwel nehme ich gerne mit. So, bei Geisterhäusern denke ich automatisch irgendwie an Gold-PC, weil Geisterhäuser haben immer böse Verstecke oder so gehabt in Mario-Spielen. Deswegen glaube ich vielleicht, dass es den geilen Goldpilz gibt oder so. Aber ich weiß es nicht. Warte, aber so, jetzt können wir hier auf den Goombas landen. Easy, Butz. Ah, wie süß er sich gefreut hat. Wie so, bang, bang. Er hat Spaß gehabt beim Goombas besiegen. Machst du gut, Captain Toad. Ja gut, oder Münzen sammeln, das könnt ihr mir auch vorstellen. Und da kommen wir hier raus. Okay, und hier ist wahrscheinlich nur wer? Nee, ein Pilz. Das ist natürlich auch möglich. Aha. Ja, ich vergesse aber kurz, dass man sich hier bewegen kann. Okay. Oh! LOL. Hä, in dem Gang, wo man langlaufen muss, war jetzt eine geheime Dings. Ach so, wenn man so gemacht hätte, hätte man nicht gesehen. LOL, da habe ich es also richtig gemacht. Ja, perfekt. Dann haben wir ja auch schon einen geilen Goldpilz, wie ich es bei einem Gruselhaus dachte. Fragisch, wieso sind jetzt hier noch zwei Türen und wieso dauern die Behus so lange zum Besiegen? Das gibt 3D-Ball aber schneller. Okay, die Türen sind komplett useless. Wir gehen ans Ziel. Aber nice, jetzt haben wir ja schon direkt die Bonusmission, glaube ich. Tatsächlich, der ist nur Spaß da. Och man, jetzt dachte ich, ich habe voll das Lack und nee, ich muss Tippsteine nur viermal berühren. Junge! Der Arme hat Angst, wenn man kurz stehen bleibt. Ja, aber ich habe jetzt schon viermal die Tippsteine berührt, das muss nur noch hier durch, dann komme ich da oben raus. Perfekt, kann hier lang. Und dann sind wir auch schon hier oben, glaube ich. Ne, so sieht's aus. Ach, wir lassen uns treffen, gern ans Ziel kommen. Scheiß auf die Boos, wir gehen einfach durch. Wir haben ja Invisible Frames, so irgendwas müssen die ja gut sein. Oder für irgendwas. Und jetzt geht's noch zum Pixel Toad, der natürlich auch wieder ein bisschen gut versteckt sein könnte. Aber nicht für den Tops, der schafft es, der holt das easy.
Okay, er ist nicht unter dem Ego-Poster. Aber wo soll es sonst sein? Der Irben! In dem Fenster drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, oh Lord, der Greenscreen voll ab. Böse, hallo. Okay, dann haben wir die nächsten drei Level zu 100% fertig. Können beim nächsten Mal dann Level 17 machen. Sternenexpress im Schneesturm, wo man sogar freischalten muss mit Juwelen. Mhm. Und das wird ein spannendes Level, glaube ich. Und dann können wir auch schon beim Ende von der ersten Episode. In dem Sinne würde ich sagen, Friends, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Für die zwei, drei Leute, die dieses Projekt überwunden schon. Leider. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, spannend weiter. Lass ein Abo da, wenn du neu bist. Würde mich sehr freuen. Und wenn du nicht so verpassen willst, schalte noch die Glocke ein. Und ich sehe dich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei Captain Toad, Treasure Tracker. Hau rein, einen schönen Tag, dein T-Gamer. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Thank you.